Moin Leute, mein Ziel für dieses Video ist, die lästigen Vibrationen der Bosch GTS 635-216 endlich loszuwerden. Ob ich das schaffe, wir werden es sehen. Ich habe ja schon in einem vorhergehenden Video erwähnt, dass ich Flansche bestellt habe, und zwar 3 Stück, die vielversprechend aussahen. Ja, alle 3 sind gekommen, was soll ich sagen, 2 sind Reinfälle und einer, nämlich der hier, passt sogar. So, das ist jetzt das gute Stück, das ich im Internet aus einem Ersatzteilprogramm von einem Hersteller, den ich nicht nennen werde, erstehen konnte. Auf den ersten Blick habe ich mir jetzt erstmal die Aussparung für die Welle angeschaut und dachte mir, oh, 15,98, das sieht ja wirklich sehr vielversprechend aus. Dann habe ich mir die Bohrung für das Sägeblatt angeschaut, oder die Aufnahme, das Sägeblatt hat ja die Bohrung, und auch hier dachte ich mir, oh, gar nicht so schlecht, ich glaube, damit kann man arbeiten. Dann habe ich den Flansch mal eingebaut und dann wurde ich etwas ernüchtert. Also wer dachte, die Vibrationen vom Originalflansch sind schon heftig, die sind auf jeden Fall noch krasser. Die Säge, auf dem Video sieht man es vielleicht nicht so, die fängt an, richtig auf dem Tisch hier oben rumzutanzen, und ich kann sie, wenn ich mit dem Finger dagegen drücke, bei voller Drehzahl hin und her bewegen, weil die so stark vibriert. Ja, aber was ist los mit dem Flansch? Das Einzige, was mir hier eingefallen ist, diese Bohrung hier ist nicht mittig. Und dass dieser Flansch hier nicht ganz in der Mitte ist, das findet man nicht nur raus, wenn man es misst, sondern auch wenn man einfach mit dem bloßen Auge drauf schaut. Man sieht hier innen drin nochmal einen deutlichen Absatz. Wenn ich jetzt aber drehe, dann ist der Absatz hier an der Kante, in der Rundung, schon fast verschwunden. Hier auf der anderen Seite auch. Und an der flachen Seite ist der Absatz wesentlich kleiner. Also wer auch immer dieses Teil hier mal mit welcher Methode auch immer hier gebohrt hat, der hat sich ein bisschen vertan. Um den Flansch jetzt aber trotzdem verwenden zu können, werde ich jetzt einfach mal eine Drehmaschine nehmen und den Flansch, der wirklich genug Fleisch noch hat, entsprechend abdrehen. Um den Flansch zum Bearbeiten überhaupt richtig einspannen zu können, habe ich mir so einen Werkstückhalter aus Aluminium vorgebaut. Der funktionierte wie eine Spannzange. Den habe ich mir vorher in Ruhe abgedreht, habe da jetzt nicht die Kamera dabei gehabt, aber so konnte ich die ganze Stirnseite erstmal plan drehen. Und als ich das dann hatte, habe ich vorsichtig die 30 mm Aufnahme fürs Sägeblatt gedreht. Und was man jetzt hier nicht so sieht auf dem Video, ist, dass ich da noch eine Messuhr am Planschlitten habe, um genau sehen zu können, wie viel Material ich noch abtragen muss. Ja, und dann habe ich den ersten Test gemacht, ob das Sägeblatt passt, und das passte wirklich 1A. Dann nochmal alle Kanten entgraten. Und dann habe ich das Ganze aus der Vorrichtung rausgenommen. Habe den Flansch dann nochmal so eingespannt, um dann die inneren Kanten, die ich nicht erreicht habe, mit der restlichen Oberfläche plan zu drehen. So sieht der Flansch dann final aus. Und ich denke, das kann sich als absoluter Drehanfänger absolut sehen lassen. Dann habe ich den Flansch vermessen. Dafür habe ich mir so eine Distanzhülse aus einer Mutter, die ich von innen ausgedreht habe, gebaut. Also einfach das Gewinde rausgedreht aus der Mutter. Die kommt dann zwischen den Flansch und der eigentlichen Mutter. Die Mutter wird dann festgezogen, und an die Aufnahme des Sägeblatts habe ich dann die Messuhr angesetzt. Ja, und wie man hier sehen kann, das Ding produziert natürlich Höhenschlag, aber ist doch weitaus geringer als das, was der Originalflansch erzeugt, und
Wir bewegen uns hier so bei 1/1000 ungefähr. Ja, und der Test offenbart, das hat alles überhaupt gar nichts gebracht. Also wieder komplett von vorne, Säge zerlegt und diesmal wollte ich mir dann die Lage angucken, denn vielleicht ist da ja irgendwie Spiel, dass das zu Vibrationen führt. Als erstes Mal habe ich mir das Lagergehäuse vorgenommen, gereinigt und dann mit einer Innenmesslehre ausgemessen. Dann habe ich auch das Kugellager gereinigt und habe auch das Kugellager von außen vermessen. Und das zeigt, da ist eigentlich kein Raum für Spiel und das Lager und die Lageraufnahme kann es nicht sein. Ja, dann habe ich mir die Motoraufhängung nochmal angeschaut und dieses Problem ist ja hier durchaus bekannt, dass die Motoraufhängung etwas schwabbelig ist, wie man ja auch hier sieht. Also ich kann ohne großen Kraftaufwand den kompletten Motor und die Aufhängung hoch und runter bewegen. Habe ich dieses kleine Teil gedruckt hier. Das soll dazu führen, dass auf der Führung mit diesem kleinen Führungsstäbchen da weniger Spielraum für die Aufhängung ist. Was auch ganz gut funktioniert hat, denn hier sieht man schon, da lässt sich der Motor schon wesentlich weniger bewegen. Es hat sich immer noch ein kleines bisschen bewegt, das sieht man auf dem Video nicht so, aber es war viel besser. Ja, und der obligatorische Test zeigt, es hat nichts gebracht. Ja, dann habe ich mich hier der Höhenverstellung gewidmet, denn auch die hat Spiel und nicht zu knapp. Und habe dann mir dieses Teil ausgedacht. Das wird zwischen den zwei, ich nenne es mal Buchsen jetzt, eingebracht, um den Gewindestab, der da durchgeht, noch weiter zu unterstützen. Das Loch in dieser Aufnahme habe ich dann mit dem Gewindestab selber auf das richtige Endmaß aufgebohrt. Also ich habe den Gewindestab da wie eine Reibale verwendet, um da einen Durchmesser zu erreichen, der genau dem Durchmesser des Gewindes entspricht. Also Außendurchmesser des Gewindes. Und das Teil habe ich dann, ohne es erstmal weiter zu befestigen, eingebaut. Und als ich dann gerade wieder alles zusammengebaut habe, ist mir aufgefallen, dass dieser ganze Gewindestab nicht nur seitlich, sondern auch Höhenspiel hat. Da dachte ich mir, komm, wenn du gerade dabei bist, machst du das auch noch schnell. Da oben ist so ein Distanzring, dieser hier. Der ist 5 mm hoch und den habe ich dann einfach einmal nachgebaut und dann direkt auch im IGUS-Filament gedruckt, also diesem Filament für Lagerungen, selbstschmierend. Und den habe ich einfach mal 2/10 höher gemacht, damit das Höhenspiel von diesem Gewindestab dann auch genommen wird. Und das Ganze dann entsprechend montiert und dann mal getestet. So, Spiel war auf jeden Fall weg. Das funktionierte. Und auch das seitliche Spiel ist nicht mehr wirklich merkbar. Und siehe da, die Säge hört sich auf einmal gesund an und rappelte nicht mehr so rum. Ja, da dachte ich schon, oh, großer Erfolg. Und jetzt montierst du das Teil mal final. Ich habe da so Löcher drin gelassen in dem Teil, damit das dann festgeschraubt werden kann. Das habe ich dann
entsprechend in diesen Führungen da vorgekörnt und aufgebohrt. Und habe dann da M3-Gewinde reingeschnitten. Dann habe ich mir so kleine Schräubchen gemacht, also die wirklich mini sind. Das sind so Zylinderschrauben, M3. Und habe dann dieses Versteifungselement fest an diese Motoraufhängung angeschraubt. So, da war ich gute Dinge. Alles wieder zusammengebaut. Weil, ich meine, wenn es vorher ja schon gut war, dann musste es ja jetzt weiterhin gut sein oder sogar besser noch, weil jetzt müsste es ja noch steifer sein, dadurch, dass das festgeschraubt ist. Diesmal habe ich dann auch so weit montiert, dass ich dann die Höhenverstellung nochmal testen kann. Und das ließ sich eigentlich immer noch sehr gut hoch und runter stellen, selbst mit diesem Element auf Seiten des Gewindestabs, was ich da eingeschraubt habe. Und dann kam der nächste Test. Ja, und da habe ich mich sehr gefreut, denn es vibriert wieder, unerklärlicherweise. Also habe ich das Teil nochmal ein bisschen umdesignt und habe das nochmal wesentlich robuster gemacht. Entsprechend ausgetauscht mit dem Teil, was schon drin war, wieder festgeschraubt. Wieder alles zusammengebaut und testen. Und siehe da, es hört sich alles wieder super an. So, Säge ist wieder komplett zusammengebaut. Ich hoffe, ich war jetzt nicht zu voreilig. Aber ich werde das Ding jetzt mal das erste Mal, nachdem ich es wieder komplett zusammengebaut habe, nach den ganzen Umbauten einschalten. Und ich hoffe, dass sich das jetzt immer noch genauso anhört wie vorher. Das Sägeblatt habe ich jetzt ein paar Mal hoch und runter gestellt. Das ist schon wesentlich schwergängiger als vorher. Das kann man nicht außen vor lassen. Allerdings muss das halt auch alles ein bisschen strammer sitzen. Deswegen denke ich, das kann man verkraften. Egal. Mal gucken, wie sie sich anhört. Ah! So leise sollte sie nicht sein. Vielleicht mal Strom einstecken. Ja, ihr erlebt mich ein bisschen irgendwie verwirrt. Nach den ganzen Umbauten habe ich zwischendurch immer mal getestet und die Vibrationen waren quasi weg. Jetzt, alles wieder zusammengebaut, ich mache das Ding an, es vibriert. Und zwar wie immer. Also eigentlich kein Unterschied zu vorher. Also als hätte ich nichts an der Säge geändert. Das Einzige, was ich aber geändert habe nach dem Zusammenbau, ist, ich habe die Spannmutter nochmal nachgezogen, weil ich die im unzusammengebauten Zustand nie so richtig festziehen konnte. Weil mir das eingefallen ist und dass der einzige Unterschied ist jetzt zum nicht zusammengebauten Zustand, habe ich es ja nochmal laufen lassen und die Vibrationen sind weg. Okay, das testen wir jetzt nochmal. Es ist total skurril, aber das testen wir jetzt nochmal. Ich habe jetzt die Mutter, also ich mache die Mutter jetzt mal so richtig fest. Was heißt so richtig? Ich mache sie so fest wie immer. Und das ist eigentlich jetzt nicht so mördermäßig. Das ist halt
moderat fest, würde ich sagen. Egal, so, mach's noch mal lose und dann mache ich sie fest. So. So mache ich sie immer fest. Und Energie. So, also ganz klares Vibrieren. Jetzt mache ich die mal nur so handfest. Aber so, dass ich mich halt noch traue, das Ding anzumachen. Okay, ich ziehe jetzt mal nur ein ganz kleines Mühe mehr an. Alter, was ist da los? Okay, die dreht schon mehr. Es vibriert schon ein kleines bisschen mehr, aber es geht noch. Jetzt nochmal. Das geht auch noch. Ich werde jetzt einfach mal testen, ob man damit arbeiten kann. Oder ob das Sägeblatt durchrutscht. Also da konnte man jetzt nicht meckern. Das ging rein wie Butter. Okay, nochmal ein anderer Test. Ich gebe mir mal ein bisschen was mehr zu tun. So, das hier ist Eiche. Und zwar dicke Eiche. <lacht> 58 mm. Ja, da ist er durch. Und das Sägeblatt ist nicht durchgerutscht oder sowas. Ey, das kann doch nicht sein, ey. Was stelle ich mich denn jetzt hier wieder Wochen in die Werkstatt und überlege an Sachen rum und dann ist die Lösung, dass man diese verkackte Spannmutter einfach nicht so festzieht. Wer macht denn sowas? Hat sie gepackt. Komplett durch. Klar, Drehzahl ist ein bisschen runter, vibriert hat da nichts. Ja, eigentlich sind wir damit durch. Mit dem Thema Vibrationen. Okay. Allerdings weiß ich natürlich jetzt nicht, wie sich eine Standardmaschine so verhält. Und ich habe jetzt keinen Bock, das Ding jetzt wieder komplett auf den Auslieferungszustand zurückzubauen. Deswegen gebe ich das mal an dich weiter. Dich, Bosch GTS 635 216 Besitzer, der Probleme hat mit Vibrationen.
vielleicht die Lagerbuchsen halt verbaut hat. Das soll jetzt nicht so das Problem sein, aber sonst hast du ja keine Modifikationen an deiner Säge, die da die Motoraufhängung irgendwie starrer machen würde. Versuch bitte mal Folgendes. Mach die Spannmutter komplett lose, schraub sie dann mit der Hand fest, so fest du kannst, so fest ist das ja dann nicht, und dann setzt du den Schlüssel an und machst wirklich nur einen Tick fest. Also keine Viertelumdrehung, auch keine Achtelumdrehung, sondern wirklich nur so einen Tick. So dass du merkst, die Mutter spannt, wird fester natürlich, aber die ist jetzt nicht so bombenfest. Und falls es dann immer noch vibriert, dann würde ich sagen, mach die Mutter einen Tick loser und dann schau mal, ob es noch vibriert. Klar, das kannst du natürlich dann immer weitermachen, bis die Mutter dann wieder komplett locker ist. Und wenn man da angekommen ist und die Säge hat die ganze Zeit durchvibriert, dann muss ich wohl nochmal schauen. Aber ich gehe ganz schwer davon aus, dass meine ganzen Modifikationen, die ich gemacht habe jetzt, absolut für die Tonne sind, weil sie einfach nicht notwendig sind, wenn man einfach die richtige Anzugskraft bei der Mutter verwendet. Ja, aber wie kommt sowas? Also, wenn es jetzt wirklich die Anzugskraft der Mutter wäre, wie kommt sowas zustande? Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, an dem Punkt bin ich mit meinem Dinge auseinandernehmen und einfach so ein bisschen rumprobieren, Know-how, auf jeden Fall auch am Ende. Unter denen, die hier meine Videos gucken, also eventuell du, sind ja auch welche dabei, die in der Zerspannung tätig sind oder im Maschinenbau. Vielleicht hat einer von euch eine Idee, beziehungsweise hat da Ahnung. Das wäre ja mal super, wenn da einer von den Leuten, die wirklich Ahnung haben, was zu sagen könnte. Belassen wir es erstmal dabei. Ich bin mal auf eure Rückmeldungen gespannt. Ja, auch mit diesem etwas überraschenden Ausgang und dieser überraschenden Wendung, mit der ich jetzt selber am wenigsten gerechnet hätte. Daumen hoch. Wenn ihr es gut fand, gerne kommentieren, auf Instagram reinschauen. Und ich wünsche euch... Jetzt ist glatt nochmal die Kamera ausgefallen. Eieiei. Bis dahin, Leute. Frohes Schaffen.